Servus Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. Ich werde erstmal schauen, wie viel Zeit vergangen ist. Das war die falsche Taste. Also letztes Mal am 3.7. Wir haben jetzt den 8. Also könnt ihr euch vorstellen, ja, es sind ein paar Tage vergangen, weil mein PC ist immer abgestürzt, weil ich Daten übertragen wollte von der einen externen Festplatte auf die andere. Mein PC ist immer abgestürzt, nach etwa 40 Abstürzen oder so, dachte ich mir, okay, scheiß drauf, ich habe einen Laptop verwendet, der ist auch ein paar Mal abgestürzt. Dann habe ich mir einen PC von meinem Stiefvater ausgeliehen, habe den angesteckt, meinen abgesteckt. Ich glaube, da muss ich lang. Und die Datenübertragung hat erstmal ein paar Tage gedauert. Meinst du? So, ich hoffe, ich kann das jetzt noch irgendwie. Hat er eine Granate geworfen? Ja, und. Und in der Zwischenzeit habe ich auch ein paar Bücher gelesen, weil ich ja den PC nicht zur Verfügung hatte. Also die üblichen, also nicht die üblichen Bücher, aber so Geschichtsbücher über vergangene Reiche, das große Buch der Österreicher, Zeitalter der Kaiser Franz Josef I., dann Sarah die kleine Prinzessin, Poliana und so weiter. Also das sind zumindest die Bücher, die ich so habe. Und nachdem der PC fertig war, habe ich wieder meinen angesteckt, habe auch, weil ich es irgendwie bemerkt hatte, okay, da vorne ist mein Ziel, ich hätte noch zu Ende, habe den Lüfter angesteckt wieder, also sämtliche Lüfter sind jetzt wieder angesteckt, der PC, und jetzt ist mein PC ziemlich laut, und falls meine Stimme jetzt anders klingt, das liegt daran, weil das Mikrofon, da hört man den PC darüber und meine Stimme logischerweise auch, und ich habe immer so einen Rauschunterdrücker aktiviert bei der Bearbeitung, weil dann klingt das Video besser, und deswegen, damit der Lärm von den Lüftern nicht aufgezeichnet wird, wird dann meine Stimme automatisch auch noch mit unterdrückt. Deswegen klingt sie ein bisschen anders. So, genug erklärt. Da kann ich nicht runter. Schade. Ich hatte jetzt wieder irgendwie Bosskampf oder so. Sieht doch schon so aus. Nach dem Hund, oder? Es muss hier irgendwo ein Hund an der Wand gezeichnet sein. Da? Ne, es ist tiefer. Sie sucht auch die Wände ab. Und meine Mutter hat mir heute ernsthaft die Frage gestellt, ob ich weiß, wie man am PC, also mit Microsoft Word, ein Bild einfügt. Ich mache Let's Plays, ich muss das wissen, weil ich mache ja auch die Thumbnails und so weiter. Und dann meinte sie auch noch ernsthaft, also sie hat mir nicht zugetraut, ob ich weiß, wie man ein Schuhregal aufbaut. So 0815 bin ich auch nicht. Und mir ist heute ein Pizzaofen auf den kleinen Zeh gefallen. Weil irgendein Idiot hat, ja, ich gehe da gleich hin, irgendein Idiot hat, oh, Moment, sag ich gleich. Get back! Das kann ja lustig werden. Nachdem ich jetzt so lange es nicht mehr gespielt habe, aber egal. Ja, wegen dem Pizzaofen. Mir ist halt der Pizzaofen voll auf den kleinen Zeh gefallen. Weil irgendein Idiot hat den Pizzaofen auf den Toaster gestellt und der Toaster stand dann auf dem Kabel vom Pizzaofen. Deswegen habe ich den Pizzaofen genommen. Dann hing das Kabel fest, weil ich nicht gewusst habe, dass das Kabel drunter ist.
habe ich so kurz rangezogen und dann ist, ja, mach's kaputt. Moment mal, kann ich. Ich kann nicht analysieren. Großes bewegliches Abwehrsystem mit Eigenantrieb. Ja, auf jeden Fall. Das Kabel war unter dem Pizzaofen, habe ich kurz rangezogen. Dann ist er. Ist der Toaster weggerutscht, mir ist der Pizzaofen aus der Hand gefallen und voll auf den kleinen Zeh. Glaub mir, das tut schweinisch weh. So, also ich kann nicht. Ich glaube, das Teil sucht Stress. Nicht das da analysieren. Nein. Wow. Krematorium. Ist ein Krematorium nicht eigentlich was anderes? Jetzt habe ich nicht geguckt. Oh, ja. Jetzt habe ich nicht geguckt, welche Schwäche du hast. Auf jeden Fall wird Ifrit die ordentlich einheizen. Los, Ifrit, mach ihn alle. Wo du ein bisschen aussiehst wie Wulfric. Von. Aua! Xenoblade Chronicles 2. Moment, ich habe ziemlich viel Lebenskraft verloren. Machen wir mal. Achso, du greifst dann. Jetzt kann ich mich nicht heilen, das ist blöd. Jetzt aber. Diesmal bin ich so klug und setze mehr ein. So. Aber geht noch nicht. Jetzt? Nee. Muss ich immer ein bisschen warten. Ja, jetzt geht's. Ach, direkt. Offensiv. Moment, ich kann. R1, oder? Ja. Nee. Welche Taste war's? Oh, welche Taste war nochmal blocken? Wieder? Nee. Ach, dumm von mir. Ih! Warum machst du das? Warum hast du das nicht früher gemacht? Ich weiß nicht, was passiert ist. Warum hat Ifrit jetzt diesen Mega-Move gemacht und nicht früher? Etwa weil ich fast tot war? Ach du scheiß Ding. Ja, R1, das ist blocken. Das hatte ich doch vorhin auch gedruckt. Warum ging's nicht? Ach du Sau! Ja, block doch! Wahrscheinlich kann ich mit der Offensivhaltung gar nicht blocken. Oh. Schnell! Schnell! Dumm! Moment. Ja, dummes Ding! Super. Scheiß Bein, hau ab. Ach, scheiße. Schnell. Nein.
So, schnell. Ach, ich will Item einsetzen. Okay, ich muss mal blocken. Ah, danke. Okay, gut zu wissen. Was? Das kann dich nicht blocken? Super. Ich müsste Barrel teilen. Warum geht das nicht? Scheiß Ding! Ja. Es dreht durch. Es dreht komplett durch, das Ding. Wow. Jetzt muss ich wieder ein bisschen warten. Oh, Barrett. So, jetzt. Ich frage mich, wie viel der Supertrank hält. Tiefer. Tiefer oder ich? Bei eigentlich Barrett. Ach, tiefer. Ich glaube, das Vieh wird aggro. Weil ich alle heile. Geh doch nicht auf mich, du Mistvieh. Du Dummes. Ich kann mich nicht rollen. Oh, danke. Bin ich immer noch nicht? Ach, scheiß drauf, jetzt reicht's. Schnell weg. Ich muss hier irgendwo in Sicherheit. Nee, nicht das. Ah, habe ich nicht mehr. Scheiße. Wer braucht es denn gerade am dringendsten? Eigentlich Barrett. Egal, ich muss egoistisch sein, sorry. Tut mir leid, Barrett. Musste sein. Sag mal. Ja! Ich glaube, das heilt sich nicht mehr. Gut. Ich werde mal Barrett hier einen Gefallen tun. Ja, geht doch auf mich. So, jetzt reicht's. Ach du dreckiges Ding. Na gut, noch einen Trank schlucken. Dein Bein da hinten soll gefälligst draufgehen. Na gut, du willst es nicht anders, dann hau ich eben so drauf. Irgendwann wirst du schon eingehen. Oh nein, ich häng fest. Hilfe! Wer zum Nötigsten? Ich. So, dein Bein ist jetzt tot. So, und jetzt musst du einstecken. Ah. Das Geschütz, richtig. Frontpanzerung da. Oh ja. Moment, tiefer kann auch, oder? Ach so, mit L2 und R2 kann ich meine Leute dazu aufheimsen, Gegenstände einzusetzen. Aufheimsen. Weißt du, du kannst jetzt auch? Ja. So geht das viel schneller. Muss nicht nur ich immer. So, du heilst dich selber. So. All clear. And stay there. Let's go. Sure. Aye, this way.
This won't do. Sir, analytics reports that the feed went down after an anomaly was registered during the test. An anomaly? Or an excuse for your failure to properly prepare the armor? No, sir. All modules were confirmed fully operational. It's far more likely, given the circumstances, that the sensors were overloaded. Is that so? All the sensors in Section E are inoperable. The President. Yes. Yes. Everything is fine, sir. Better, even. There's been a development. Yes. Understood, sir. We know exactly where they were headed. If the armor is intact, then you'd best determine the nature of this anomaly soon. Should you fail to do so, you will deal with our intruders personally. Yes, sir. Don't worry. I treat my people more than fairly. So don't disappoint me. The passage is beyond these shipping containers. Let's slip through them. Dieser Heidegger ist so unsympathisch. Ich weiß nicht warum, aber in den letzten paar Tagen habe ich total Bock, Atelier Riser aufzunehmen. Auch wenn das Spiel japanisch ist. Also Atelier Riser ist japanisch und handelt um Alchemie. Ja gut, hat englischen Untertitel, aber in Englisch bin ich nicht so die Megaleuchte und... Ja, was Alchemie angeht, darüber weiß ich gar nichts. Deswegen sträube ich mich so ein bisschen, das Spiel weiter aufzunehmen. Aber irgendwann wird es auch wieder kommen. Ist das jetzt noch irgendwas? Nee, natürlich kann ich das nicht zerschneiden. Dass ich nur so einen einzelnen Schlag kann, das erinnert mich auch irgendwie an Atelier Riser. Da kann ich auch nur einzelne Schläge. Gut, die sind eigentlich nur dafür da, um Blumen zu pflücken oder was weiß ich. Just so you know, it's not gonna get any easier. When did it ever? And straight on to Reactor 5. You make it sound so simple. Only 'cause it is. That there's the reactor support pillar. So what's the plan? After plan E comes F, G, and then H. Thought E was the last. This here is Section F. We cut through Section G and head for H. A cargo platform in H will get us closer to the reactor.
Biggs should be somewhere over there. Looks like the sun's going down on Midgar. Right. Double time. We got a date with the reactor. Das war jetzt eine seltsame Kamerasicht. Man hätte tiefer jetzt fast unter dem Rock gucken können. Nicht, dass ich es gewollt hätte. Shopping. Wachmacher, kuriert Schlaf. Ich muss einen Schluck trinken. Ich habe gerade irgendwas Kratziges im Hals. Das ist nervig. Wenn es nicht so unendlich warm hier wäre. Und wenn die PS4 das hier nicht noch wärmer machen würde. Ich würde gern aufnehmen, bis zum geht nicht mehr. Aber okay. Es geht leider nicht. Weil es so warm ist. Das Teil verschärft ganz schön. Setze ich mich mal auf die Bank, um mich zu heilen. Keine Ahnung, wie viele Kapitel dieses Spiel hat. Ich bin jetzt, glaube ich, im 6. Ich glaube, das Spiel wird noch ewig so weitergehen. Bis kurz vor Ende stehe ich garantiert nicht. Gehe ich jede Wette ein. Die beiden sind schon mal vorgerannt. Ich kann nicht runterrutschen wie in Dark Souls. Ich kann mich nicht fallen lassen wie in anderen Spielen. Und was zum Geier? Sind das da unten die Slums? Sieht aus wie in Rio de Janeiro oder so. Ich war noch nie in Rio de Janeiro. Da will ich hin. Lalala. Ich will aber noch unten sehen. Lalalala. So, sowas macht mir überhaupt nichts aus. So, ich könnte hier problemlos rübergehen. Das wäre kein Problem. Also, sobald irgendwas schwankt oder so, habe ich Probleme. Ja, ihr seid da hinten. Okay, dann gucke ich mich weiter um. Vielleicht finde ich noch was. Ja, ist mir egal. Wenn ihr was von mir wollt, dann benachrichtigt. Das ist der richtige Weg. Ich wollte eigentlich nur gucken, weil ich dachte, das wäre optional. Egal. Was gibt's hier denn so? Error. Insufficient power. Of course. Hey guys, look at this. Instructions for dealing with a power shortage. Kill the lights, and we free up power for the gate and other stuff. Sun lamps. You think these are the plate suns? The closest thing we have to the real thing. Gotta put out a sun just to open a gate, huh? But if we go through with it, the grounders in Sector 4 will suffer. An hour later, sun's going out for good when we blow the reactor. That's true. Let's go. Also, wer war der Böse in dem Spiel nochmal? Ja. So langsam glaube ich, euer komisches Unternehmen da ist mehr schlecht als recht. Easy. Oh nein, das ist Sonnenlicht. Wartet ihr echt unten? Ihr faulen Schweine. Na, egal. Oh.
Also wie gesagt, wer hier ist nochmal der Böse? Ja, die legen das mitten im Weg, ist klar. Noch nie was von Ordnung und Sauberkeit gehört. Ich meine, da dürfte gerade ich nicht reden, aber trotzdem. Drei Heiltränke. Was war das? Was ist das da hinten, so ein Skorpionvieh? Nee. Multischlangen. Igit. Ja, Multischlangen, das Wort habe ich gerade erfunden. Nee, erfunden nicht, aber ich habe es gerade random gesagt. Keine Ahnung, was das in Wirklichkeit ist. Sieht aus wie eine Schlange. Okay, Medaille. Seht ihr das da hinten? Ja, sehen aus wie Schlangen mit Klauen. Hallo, drück den Knopf. Next stop, Section G. Yep. And after that, Reactor 5. Not again. Great. I'm sure those things will welcome us just as warmly as before. Sir, tell you what, the rot runs deep in this damn pizza. Das ist ja appetitlich. Yummy. Gut, dass ich nicht irgendwie eine Pizza oder so gegessen habe. Nein, nein. Man hört den Sarkasmus. Vorne, es baut sein Nest, ich glaub's nicht. Das da hinten geht spazieren oder wie? Seid ihr Mann und Frau? Die Frau macht das Nest, der Mann kommt nach Hause von der Beute oder wie? Von der Jagd. Das heißt, der ist die Beute. Nein, ich werde hier einen kurzen Cut machen. Das war Final Fantasy VII Remake. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.